Oh Mann, jetzt hauen uns die Burschen mit der fucking Lieferung auch noch ab. Und jetzt gibt es zum ersten Mal eine Verfolgungsjagd mit einem Vehikel. Mit einem Laster auch noch. Warum fällst du jetzt so raus? Hallo? Steig ein, Junge. Don't let him get away, man. Rammen, drücken sie in eine Richtung, Fahrzeuge zu rammen. Yo, okay, das, habe ich so auch noch nicht gesehen. Scheiße, kommen wir da jetzt überhaupt noch ran? Na, das wird jetzt wahrscheinlich eher nichts mehr. Ich glaube, das Ziel haben wir total verloren. Oder? Nee, ich glaube, wir sind noch dran. Ich glaube, wir sind wieder dran, Leute. Den kriegen wir noch, den kriegen wir noch. Mit Vollgas, den kriegen wir noch. Oh, sind schon zwei Wagen. Ja, sie haben mittlerweile ein Begleitfahrzeug. Drei Wagen. Okay, jetzt mal sehen, was das, wie das mit dieser Rammfunktion. Kenne ich aus dem Trailer. Pass auf, bam, von der Seite. Nice. Sachschaden, Fahrzeug zerstört. Okay, ich glaube, das hat geklappt. So, mal sehen, ob wir das mit dem nächsten auch noch hinkriegen. Ja, ja, nur die Ruhe, nur die Ruhe. So, jetzt wieder schön von der Seite reinrammen. Komm. Ah, bam. Okay. Okay, du gehörst zwar. Oh, Sachschaden darf ich ja gar nicht machen. Na ja, klar. Okay, das hat aber wunderbar funktioniert. Und jetzt zum Lieferwagen aufschließen. Komm schon, das kriegen wir hin. Okay, den müssen wir jetzt auch noch von der Straße rammen. Mit der geilen. Oh, ich muss mal gucken, ob. Ach, scheiße, Sachschaden ist echt krass, Mann. Du darfst nichts machen. Okay, driften klappt mit deinem Fahrzeug schon etwas besser als wie mit dem Motorrad. So, komm schon, wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Und jetzt bei der Kurve ramme ich ihn voll. Geht er links oder rechts? Ah, komm, komm, komm! Hä? Was macht er denn? Zur Hölle, kann mir mal bitte jemand erklären, warum er gerade aus dem Wagen gesprungen ist? Wo ist unser Wagen? Da ist er. Scheiße. Ja, das ist kacke. Mal sehen, ob ich jetzt den noch irgendwie. Wahrscheinlich nicht mehr. Ist zu weit weg. Oh Mann, jetzt habe ich es verkackt. Boah, wie bitter ist das denn? Ja. Ich weiß nicht, warum er aus dem Wagen gesprungen ist. Ich habe keine Taste gedrückt. Außer die Rammentaste, aber er wird ja wohl kaum das Fahrzeug rammen und dann aus dem Wagen springen. Oh Mann. Gut, dann machen wir das ganze Spielchen eben nochmal. Also die Mission kostet schon einige Nerven, wie man sieht. Zuerst die Megaschlägerei im letzten Part und jetzt auch noch hier die Verfolgungsjagd. Ich hoffe, dass wenn ich jetzt einfach mal am Anfang es nicht verkacke, dass es nicht ganz so schwierig wird. Ob die ganzen Sachschäden bleiben, die man angerichtet hat in der Zeit von vorher, oder ob das jetzt quasi wieder auf Null ist, das würde mich auch mal interessieren. Na, schauen wir mal. Erstmal schön gegen einen anderen Wagen rammen, sehr gut gemacht. Okay, der wäre raus. Jetzt sollen wir wieder aufschließen. Können wir den rein theoretisch jetzt schon von der Straße drängen? Okay, boah, ey, also das Rammen ist schon ziemlich krass. Und hier wieder in der Kurve. Bam. Warum springt der immer aus dem verdammten Wagen? Ich raff das nicht. Komm, fahr zu, Mann. Oh Mann, ey. Na gut, die Zeit ist, hört schon wieder auf. Warum? Warum? Ich drück keine Taste. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Warum springt er aus seinem verdammten Wagen? Ja, 500 Meter, das kann ich jetzt schon wieder vergessen.
Warum springt er aus seinem Wagen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ihr müsstet mir zugucken können beim Zocken. Ich drücke keine Taste, ich drücke nur R2 zum Gas gehen und ab und an mal Viereck zum Rammen. Aber gerade hat man gesehen, dass ich ja noch nicht mal gerammt habe. Und er ist einfach rausgesprungen wie so ein Irrer. Das soll mir einer erklären, warum er das verdammt nochmal tut. Okay. Also, alle guten Dinge sind drei. Hoffentlich wenigstens bei der Autofahrt. Ja, der schaltet sich am besten schon mal selber aus. Kann ich den nicht gleich ausschalten ohne sein fucking Begleitfahrzeug? Ich halte jetzt einfach mal. Bleib jetzt einfach mal an den dran. Das Begleitfahrzeug kann ich mich noch nicht mal einholen. Na, dann schalte ich eben den erstmal aus. Vor allem, wie sie halt einfach schneller sind. Habe ich mit meinem Laster wenig Chancen. Okay, Sachschaden mit mir. So, jetzt muss auch vor, wie viele Begleitfahrzeuge es jetzt mittlerweile sind. Oh, das glaube ich war ein richtig dicker Sachschaden. So, ich bleib einfach mal am Lieferwagen dran. Komm, verpiss dich. Ja. Okay, jetzt dürfen wir offiziell den Lieferwagen von der Straße drängen. Und ich hoffe einfach mal, dass er jetzt nicht einfach rausspringt. Weil wenn doch, dann kriege ich hier den totalen Ausraster. So, ich halte nur R2 gedrückt und lenke. Das kann ja nicht so verkehrt sein. So, jetzt kommt wieder die Kurve, da dürfte er nach rechts fahren, das weiß ich jetzt. So, es waren auch keine Fahrzeuge im Weg, die ich irgendwie zu krass gerammt habe. Sowas wie das hier meine ich jetzt. Scheiß Sachschaden, ey. Da hätte ich jetzt so gut aufholen können, das war sehr schlecht genommen. Okay, jetzt hat er aber keine Chance mehr. Komm, komm, komm. Oh, der war gut. Das war perfekt. Okay. Also, um Uhren geht es scheinbar. Super, dass er meinen Namen erstmal rumbrüllt. Das nenne ich doch mal echt verdeckt. Super gemacht, ehrlich. Schau auf die Straße. Fake as fuck. Oh nein, Cops. Ah, bei mittlerem Tempo. Vielleicht ist es bei zu hohem Tempo, ist es irgendwie aus dem Auto springen oder so. Na, ich weiß ja nicht. Okay, Bremsen ist scheinbar auch aus dem Auto springen. Na klasse. Ich hab gerade auf Bremsen gedrückt. Oh fuck. Nein, 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 nein! Nein, sag mir jetzt bitte nicht, dass die Mission gescheitert ist. Oh, okay. Naja, wenigstens haben sie hier einen Checkpoint hingesetzt. Ansonsten wäre ich ja ausgerastet. Na dann schauen wir mal. Muss ich jetzt dann immer rammen? Oder rammen sie die Verfolger? Okay. Ja, wir können jetzt natürlich einfach geschickt fahren. Oder wir werden sie einfach irgendwie los. Zum Beispiel so. Oh Mann, hör auf doch rauszuspringen aus dem fucking Wagen. Yo! Alter! What the fuck, der alle mit dem übelsten Goldbergs-Bier? Kranker als alles andere? Holy shit! Damit habe ich ja wohl nicht gerechnet. Holy fuck! Das war ja mal echt krank. Okay, ich darf also nicht bei Vollspeed rammen, also springt er aus dem Wagen.
shit, Tyler, the cops drive. Wait, drive. Ne, ich halte jetzt an. Bist du? Der raucht doch schon. Komm. Na also. So, und jetzt raus. Okay, Gott sei Dank. Wir haben es und da ist auch schon gleich das Ziel. Ein bisschen langsamer hier. Ich kann das gerade nicht einschätzen. Naja, sieht wohl gut aus, Leute. Gut. Wow, wir haben es geschafft. So, wo ist dieser Typ, den wir treffen? Don't worry. I'll take it from here. You sure you don't want me to stick around? Oh man, I got it under control. So, Nola. Alright, your deal. Hey, wait. You did good out there. Here. Take this watch. You earned it. Great. I finally hit the big time. Ja, da haben wir echt einen Jackpot abgesahnt. Das war die Mühe doch wert, oder? Eine gefälschte Uhr. Phew. So, wir haben es geschafft. Ja, Kopfpunkte nicht so gut, wegen ziemlich viel Schaden. 20.000 Dollar bekommen? Wow. Die gefälschte Karimba-Uhr. Cambria-Uhr. Und dann IF-Bericht über Jackie Ma. Naja, geht so. Triaden-Erfahrung ist ganz gut gewesen. Wir können jetzt Upgrades machen. Was bedeutet das denn? Ich glaube, das konnte man nur in dem Moment machen, weil hier konnte man nämlich irgendwas mit Upgrades machen, nämlich genau hier. Und zwar Smartphone. Sichern Sie sich das Smartphone? Ja, das haben wir ja schon. Cop-Upgrade? Ah, okay, das sind Cop-Upgrades. Als nächstes könntest du... Brechen Sie ein Slim-Gym-Auto auf, ohne Alarm auszulösen oder die Scheibe zu zerstören. Way kann Schusswaffenträger kampflos entwaffnen. Ah ja, okay. So, wir haben aber Triaden-Upgrades gekriegt. Es gibt noch Nahkampf-Upgrades. Mehrere Gegner zu Boden werfen. Angriff nach einem Tackling. Also da kann man Kombinationen lernen. Ansehen gibt es dann auch noch. Zum Beispiel Regenerationseffekt von Lebensmitteln hält doppelt so lang an. Sehr geil. Gesundheit-Upgrades. Das sind die komischen Dinger, die wir da gefunden haben. Aber das, was wir haben, ist das hier. Können Sie die Angriffe eines Gegners? Jetzt könnten wir einen Punkt lernen in... Der Spieler erleidet weniger Schaden durch unbewaffnete Angriffe. Das ist ja eigentlich schon mal nicht schlecht. Das ist Schlagresistenz. Oder wir lernen zusätzlicher Schaden durch alle Schlagangriffe. Also, dass wir sie schneller fertig machen. Und ganz ehrlich, ich muss sie nicht schneller fertig machen. Ich glaube, ich werde lieber weniger Schaden kassieren. Wobei das ist ja eine Linie. Das ist eher Verteidigung. Das oben ist Angriff, so wie es aussieht. Rising Kick machen sie einen Angriff nach oben, wenn sie niedergeschlagen werden. Das ist natürlich auch ganz lustig. Der Spieler leidet weniger Schaden durch Nahkampf an. Waffen, okay, ist auch nicht schlecht. Wer erholt sich schneller nach einem geschatteten Konter? Verpassen sie einem Gegner einen heftigen Ellenbogenschlag. Und wie geht's oben weiter? Visieren Sie einen Gegner an und drücken Sie X, um hinter ihn zu gelangen. Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann schaltet die Fähigkeit effektiver Waffenangriffe eines Sprints frei. Nee, ich glaube, ich mache das hier auf jeden Fall mal, dass ich weniger Schaden kriege durch normale Angriffe. Das kann ich schaden und ich glaube, da steigen wir eh relativ schnell immer auf, sodass das für uns eine ganz coole Sache ist. Ja, damit haben wir unsere erste Nebenmission wohl gemacht. Wir können ja mal ganz kurz in die Statistik gucken, weil da steht ja nämlich genau drin, was es jetzt war. Eine Gefälligkeit haben wir schon mal erlegt, das ist richtig. Dann haben wir 5 normale Missionen. Ah, nee, das zählt zu den Missionen, genau. Und abgeschlossene Events, ist das vielleicht Fall oder so? Könnte ich mir vorstellen. Es gibt vor allem nur 30, also ist gar nicht so viel. Vor allem ist es alle, also das ist wirklich... So viel scheint es nicht zu sein. Na, ich bin mal gespannt, ob das jetzt wirklich so wenig ist, wie es klingt, oder ob da mehr dahinter steckt. Wir werden im nächsten Part von Sleeping Dogs uns mit einem Fall beschäftigen und dann sehen wir auch, ob das zu den Events gehört oder auch zu den Missionen. Ich bin gespannt, wie es mit der Hauptstory weitergeht. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein!